Wir tun Dinge. Da hört man, wenn man sich das mal so ein bisschen umdreht, dann hört man das schon raus. Aber dazu denken wir auch. Ja? Also das ist sozusagen der Musterbrecher in der Dienstleistung und unter den Fluggesellschaften. Und hier ein anderer Revolutionär. 1971 hat er ein bestehendes Unternehmen mit 4000 Mann oder Frauen transformiert. Und zwar im Bankwesen. Das ist Euro, der hat Europas erfolgreichste Bank geschaffen. Ist nicht Europas bekannteste Bank, sondern einfach seit 40 Jahren, das ist nachweisbar, kann man rauf und runter analysieren, in allen möglichen Kennzahlen und alle möglichen Berichte wälzen. Man wird immer wieder finden, Europas erfolgreichste Bank ist die Bank, die dieser Mann hier reformiert oder transformiert hat in den 70er Jahren. Wer hat eine Ahnung, wie die Bank heißt? Also jetzt mal die nicht, ja, oder die auch die, die es schon gehört haben. Svenska Handelsbanken. Handelsbanken. Schwedens größte Bank, 10.000 Mitarbeiter. Europas erfolgreichste Bank seit 40 Jahren. Könnt ihr in allem nachgucken, also sowohl für Shareholder, Mitarbeiterzufriedenheit, Kundenzufriedenheit, haben in England allein in den letzten 2 Jahren 50 neue Filialen aufgemacht, sind nicht von der Finanzkrise betroffen gewesen, also brauchten keine Staatskohle, haben auch keinerlei große Abschreibungen vornehmen müssen in der Finanzkrise, zahlen jetzt aber auch seit 40 Jahren keine Boni, machen keine Jahresplanung, haben keine Budgetplanung, haben nur 3 Hierarchieebenen bei 10.000 Mitarbeitern, keine Marketingabteilung, kein Risikomanagementbereich, kein Organigramm. Also man könnte sagen, die kann es eigentlich gar nicht geben. Aber natürlich gibt es das, es ist nur halt ungemanagt. Und das hier, das jetzt wird es ein bisschen einfacher. Wer erkennt den? Das müsste zu erkennen sein. Deutscher Handel. Revolution. Ja? Götz Werner. Ja? DM Drogeriemarkt hat mittlerweile, da blicke ich immer nicht ganz durch die Zahlen durch, weil sich das so schnell verändert, wir haben, glaube ich, mittlerweile schon fast 40.000 Mitarbeiter. Im Prinzip haben die ja schon den ganzen Schlecker-Arbeitsplatzverlust 5 Jahre vorher aufgefangen. Also wenn man jetzt mal so ein bisschen hinter die Schlagzeilen guckt, Schlecker hatte nämlich, also Schlecker ging ja schon vorher den Berg runter vor dem offiziellen, ne? Und DM hatte sowas wie eine Wachstumsinitiative ausgerufen, 5 Jahre vorher, weil sie gesehen haben, ne, bei Schlecker geht eh das Licht aus bald, sollten wir mal ein bisschen, können wir mal ein bisschen schon vorarbeiten, haben die ganz sauber gemacht, sind also extrem stark gewachsen in den letzten 10 Jahren, DM Drogeriemarkt. Wer ist bei DM Drogeriemarkt an der Macht, laut DM? Eine Stiftung, das wäre also das rechtliche Konstrukt, ist es aber nicht. Nee. Wer ist in dem Laden jetzt faktisch an der Macht? Da sagt DM, sagt ganz eindeutig, ist bei uns die Filiale an der Macht. Das könnt ihr auch mal testen, also könnt ihr mal ein bisschen dumme Fragen stellen in so einer Filiale, dann merkt man das ja schnell, wie die sich verhalten, ja, und wie die darauf eingehen, wie die mit ihrer Macht umgehen. Also wenn man dem mal eine schwierige, man kann ein System, ein komplexes System, kann man ganz gut dadurch testen, dass man ihm Probleme macht. Ja? Also ihr könnt ja mal eine schwierige Frage stellen oder was ihr für eine schwierige Frage haltet und dann könnt ihr mal sehen, wie reagieren die Mitarbeiter in der Filiale. Das ist ganz schön, bei DM kriegt man immer sehr, 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 sehr spannende Anregungen, wie das geht. Wenn Menschen, also sieht man sehr schön, wie das sich anfühlt, wenn Menschen gleichzeitig denken und handeln und auch jederzeit so switchen können. Ja? Ganz spannend. Und Götz Werner wird immer wieder gefragt, ja, und Herr Werner, Sie werden müssen doch bei dem Menschenbild, das Sie haben, der hat eben auch so ein komisches Theorie Y-Menschenbild und ist sehr konsequent. Da gibt es immer diese schöne Frage, die in den Interviews dann auch gestellt wird, Herr Werner, Sie müssen doch ständig enttäuscht werden, wenn Sie dieses positive Menschenbild, dieses eindeutige Menschenbild haben, müssen Sie doch ständig enttäuscht werden durch das Verhalten von Leuten so und Menschen und Mitarbeitern. Was ist seine Antwort darauf in Bezug aufs Menschenbild? Wie ist das mit seinem Menschenbild? Was glaubt ihr? Also er als echter Weiser sagt natürlich, naja, natürlich werde ich tagtäglich enttäuscht, aber dadurch werde ich mir doch wohl nicht meine Einstellung, meine Haltung irgendwie abgewöhnen lassen. Ja? Die kommt ja dadurch nicht ins Wanken. Weil das ist eine Überzeugung. Wenn man eine Organisation, so eine Pfirsich-Organisation haben will, braucht man natürlich das richtige Menschenbild, ansonsten kriegt man die nie ins Leben. Und das muss auch geteilt sein und von allen verstanden und getragen werden. Nicht nur von Herrn Werner, sondern natürlich auch in die Regierung, also im Headquarter, also in der Zentrale, die da irgendwo in Karlsruhe ist, aber auch in den regionalen Organisationen, als auch in den Filialen. Überall müssen die dieses Menschenbild sozusagen drin haben, sonst zerfällt das Ganze. Ja? Das ist nicht schlimm, ich finde auch Rossmann wunderbar. Ich als Hannoveraner stehe da voll dahinter. Da ist aber die Frage, Rossmann hat einen ähnlichen steilen Anstieg gehabt wie DM,
Also sozusagen falsifiziert das ja eigentlich auch so ein bisschen jetzt die Aussage, dass nur ein Unternehmen, was jetzt so dieses Menschenbild geprägt hat, wie DM im Markt erfolgreich ist. Also ich weiß, dass zum Beispiel die innere Revision von Rossmann, die ist mehr als befürchtet in einzelnen Filialen. Das Schöne ist, die gibt es bei DM gar nicht übrigens, die innere Revision. Ne? Wer macht Revision bei DM? Das ist ganz gut. Das sieht man jetzt wieder. Das ist wie 20% Zeit. Wartet mal kurz. Also der Kollege hat ja gerade erzählt, dass er bei Rossmann, habt ihr das verstanden? Er war bei Rossmann und sagt, die sind ja auch erfolgreich, sind stark gewachsen. Falsifiziert das nicht die These davon, dass echt geführte, die Pfirsich-Organisationen erfolgreich sind? Aber nehmen wir mal das Beispiel Revision, gibt es bei DM nicht. Du sagst, sie sind gefürchtet bei Rossmann. Was ist die Alternative zu einer Revisionsabteilung? Wie kann man es organisieren, ohne eine Abteilung daraus zu machen? Jetzt mal für die Anwender unter euch, die gerne mal mit diesem Modellgegensatz spielen wollen. In Taylorismus brauche ich natürlich eine Abteilung. Wenn ich ein Problem habe, nämlich Revision, brauche ich eine Abteilung, die das macht. Was ist das andere Modell? Das machen die Filialleiter. Oder eigentlich jeder, der irgendwie in einem Team irgendeine Führungsverantwortung hat, der muss halt auch Revision machen. Das ist ganz normal. Und dann geht man in die anderen Filialen und macht da Audits. Macht da Revision. Kann ja jeder. Ne? Da braucht man ja auch keine Ausbildung, das ist das Beste dazu. Ne? Also für Revision, das kann ja wirklich jeder. Ja? Also irgendwo hinfahren und zu gucken, einen Fragenkatalog, ja, falls es das überhaupt gibt. Aber nochmal zu der These, okay, es gibt jetzt noch, also Schlecker ist ja weggefallen als extrem terroristische Ausprägung, dessen, was man im Drogeriemarkt da machen kann oder Drogerienmarkt machen kann. Schlecker und Rossmann sind die beiden größten. Ich würde immer dafür werben, nicht Größe mit Gut zu verwechseln. Also der Beste ist nicht notwendigerweise der Größte. Beide sind gewachsen. Trotzdem kann man aber, wenn man die dann ein bisschen vergleicht, diese beiden Unternehmen, ich halte sehr viel von beiden, okay, aber der Unterschied ist doch frappierend. Ja? Also DM ist schon noch führend bei verschiedenen Dingen. Ja, sowohl bei den Umsätzen pro Filiale, da muss man vorsichtig sein, ob das so viel Aussagenkraft hat, aber auch bei Preisen, wer hat die schöneren Filialen, ja, wer hat den größten Gewinn pro Filiale oder den größten Unternehmensgewinn über Umsatz und so weiter, überall ist DM so ein bisschen vorne. Wachsen kann ja in dem Markt jeder Depp, das haben wir am Beispiel Schlecker ja gesehen. Ja? Also schlechte Unternehmen, die müssen ja sogar wachsen, weil im Tayloristischen oder im Industriezeitalter Ego-Shooting-Denken ist ja größer alles. Ein Unternehmen wie Toyota fragt sich schon eher, sollten wir eigentlich noch wachsen, weil Wachstum ist ja so wahnsinnig gefährlich. Oder bei Google, Handelsbanken, Toyota sind so die typischen Unternehmen, die sich auch immer fragen, ja Wachstum, oder bei Toyota sagt man, Wachstum ist leicht, hier übrigens Toyota, einer der Held von Toyota, Taichi Ono, der dieses Modell in den 50ern und 60ern bei Toyota entwickelt hat, Produktionsingenieur, ja, der den TPS, das Toyota Production System, mitentwickelt hat oder maßgeblich entwickelt hat. Er hat immer gesagt, ja, wachsen ist leicht, aber so zu wachsen, dass man auf ein Plateau gelangt, auf dem man dann auch stabil unterwegs sein kann, ohne dass man also immer wieder abbauen muss zum Beispiel, ja, Fabriken schließen, Leute rausschmeißen, das ist doch das wahre Geheimnis, das ist sozusagen die Schwierigkeit. Deswegen gab es dann bei Toyota immer Regeln, an die sie sich dann mal vor 15 Jahren mal kurzfristig nicht gehalten haben und schwupps haben sie einen riesen Fehler gemacht. Ja, sie haben immer gesagt, wenn unsere Fabriken nicht zu 90% ausgelastet sind, fangen wir gar nicht an, über neue nachzudenken. Das sind ja so Vorsichtsprinzipien. Also Wachstum wird hier eher als von so einer Pfirsich-Organisation eher als eine Herausforderung betrachtet. Weil dann stellt sich ja die Frage, wie halten wir denn das kulturell überhaupt aus, dass wir nicht zerfallen? Ja? Und können wir einfach einen Wettbewerber schlucken, weil der billig ist und dem es dreckig geht, wenn da aber Leute drin sind, die an was anderes glauben? Und deswegen haben Unternehmen wie Toyota hat nie einen großen Wettbewerber geschluckt. Handelsbanken hat nie eine andere Bank gekauft. Und da gibt es, weiß Gott, genug, was am Markt ist. Southwest Airlines hat nie große Wettbewerber gekauft, sondern immer nur im Wesentlichen kleine Wettbewerber und dann, wenn die auch in irgendeiner Form passten. Ja? Also diese Unternehmen sind ganz vorsichtig. Und wenn man drauf guckt, ist Rossmann schon nochmal einen Tick anders als DM gestrickt, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das auch so nachvollziehen kannst. Ja. Aber Größe ist sicherlich nicht Erfolg. Ja? Hier noch ein anderes Unternehmen, hatten wir schon genannt. Also man kann ja viel Schlechtes über euch Software-Fuzzis sagen, ja, aber manche haben es schon voll drauf, ja, also es gibt da dieses berühmte Bild aus den Anfangstagen von Google, wo sie sich an eine große Wand gemalt haben, wie sie den Laden bauen. Und das ist so eine ganz lange, ich weiß nicht, so 15 Meter lange Wand gewesen und da haben sie rechts drauf geschrieben, wie sie also erfolgreiche Produkte am Ende und zufriedene Kunden und sowas haben wollen. Und was stand auf der linken Seite, was man zuerst machen muss, damit man das andere haben kann? Die richtigen Leute. Großartig. Ja? Also, Hut ab, ja?
Das sind ja so richtige Nerds, aber das haben sie voll gerafft. Ja? Also wenn man am Ende erfolgreich sein will, braucht man am Anfang die richtigen Leute. Und nicht irgendwelche Leute, die auf irgendwelche Jobdescriptions passen, sondern man braucht einfach die richtigen Leute. Großartig dann auch, was Google lange Zeit durchgehalten hat, jetzt in den letzten Jahren leider nicht mehr ganz so. Sie haben ja auch immer gesagt, you are brilliant, we hire. Also es ist scheißegal, ob es einen offenen Job gibt. Wenn du großartig bist, dann müssen wir dich natürlich haben. Ja, also wir müssen ja die besten Leute einstellen. Zumal sie auch Google ist auch sehr selektiv und sucht ganz. Also es darf ja auch kein Chef bei Google seine Mitarbeiter einstellen. Das ist noch so ein anderes Symptom. Warum ist Google eben nicht terroristische Pyramide, sondern denkend handelnder Pfirsich? Bei Google hat keiner das Recht, einfach einen Mitarbeiter einzustellen. Sondern es werden immer möglichst viele beteiligt. Am Anfang waren das 11. Es mussten mindestens 11 Interviews geführt werden. Oder 11 Leute mussten Kandidaten interviewen, bevor überhaupt ein Package zusammengestellt wurde, das dann zu Larry und Sergey ging, um noch abgesegnet zu werden. Also jeder Kandidat musste von 11 Leuten abgesegnet werden. Wenn einer dabei war von den 11 Interviewern, der den Kandidaten nicht gut fand, dann ist der Kandidat raus gewesen aus dem Prozess. Ja, also so rigide war Google. Das haben sie dann stark gesenkt. Da gab es riesige Diskussionen bei Google vor ein paar Jahren auf 8. Ja, also immer noch muss jeder, der bei Google rein will, 8 Leute kennenlernen. Und die 8 müssen ihn alle gut finden, sonst ist der Kandidat raus. Und wenn dann in dem Package noch ein Fehler ist, den die beiden hier beanstanden, ist der Prozess auch gelaufen. Oder man könnte auch sagen, die machen sich so richtig schwer. Oder wie man bei Google sagt, wir sind die einzige Firma auf der Welt, die richtig Leute einstellt. Alle anderen machen nur Bullshit. Die tun nur so. Ja, wir machen da richtig was. Deswegen sagt man auch bei Google, Manager sollen hier nicht Teams managen bei uns, sondern Manager sollen 20-30% ihrer Zeit damit verbringen, Leute reinzukriegen in den Laden. Da sieht man so ein bisschen den Unterschied. Okay, noch Fragen, Zweifel, Vertiefungswünsche? Stellt sich natürlich noch die große Frage, wie kommt man denn? Von links nach rechts. Ja, und was hast du? Frage zur Firmenkultur von Google. Ja. Würdest du das wirklich als Zeichen der Zeit und als zukunftsweisend sehen? Ich schätze, dass hier etwa, sagen wir mal, 40 iPhones im Raum sind, die alle bei Foxconn produziert sind. Ja, bei Firmen, die terroristisch arbeiten und die überhaupt nicht Google organisiert sind. Und ich glaube auch dieser Projektor und alle Computer, die hier im Raum sind, die sind nicht auf so Inseln der Glückseligkeit, die in Google-Strukturen produziert worden. Und ob das wirklich ein Zeichen der Zeit ist, wie Google arbeitet, ist meine Frage. Oder ob es nicht so einen beständigen Kern des Taylorismus gibt, der auch notwendig ist. Da wir für unsere schicken iPhones ja solche Firmen brauchen. Na Moment. Nehmen wir mal an, unsere iPhones wurden unter tayloristischen Bedingungen von tayloristischen Organisationen produziert. Das heißt ja nicht, dass es richtig gut und optimal ist. Das heißt, es ist ausreichend. Ja? Also, und es heißt, oder ich würde es mal andersrum drehen, man kann den Unterschied zwischen einem terroristischen Unternehmen, ich nenne das ganz gerne Alpha-Organisation, ja, Pyramide, und Beta ist der Pfirsich, man kann den Unterschied vielleicht auch erst erkennen, wenn es in einem Markt Wettbewerber beider Kategorien gibt. Ja, also im Drogeriemarkt in Deutschland hatten sich die Wasser erst getrennt mit der Transformation von DM, die waren ja bis Anfang der 90er auch ganz konventionell gemanagt. Ja. Erst ab Mitte der 90er, als das richtig gegriffen hat bei DM, hat man gesehen, wie wenig leistungsfähig Schlecker überhaupt war. Ja. Wie lächerlich wenig leistungsfähig. Bei Toyota hat es in den USA Jahrzehnte gedauert, bis überhaupt Toyota wahrgenommen wurde. Ja. Weil das, erstmal hat man dann die Autos, hat man Toyota belächelt, ja, ausgelacht. Irgendwann hat man dann gesagt, naja, aber die haben ja wir Amerikaner wollen eh andere Autos, jetzt lacht da keiner mehr. Ja. Und die Verdrängung ist nicht automatisch, sie ist nicht notwendigerweise schnell und man kann halt, bevor es den Wettbewerber gibt, der so nach diesen neuen Regeln spielt, auch wenig urteilen, wie lange sich so der Taylorismus dann noch halten kann. Ich glaube, besonders schön sieht man es halt in den Branchen, wo es schon post-tayloristischer Wettbewerber gibt. Es ist halt ganz schwierig für den gemanagten Wettbewerb überhaupt zu überleben, langfristig. Die können immer noch wachsen und alles mögliche. Schlecker ist ja auch weiterhin gewachsen, sogar sehr aggressiv. Es ist natürlich nichts weiter übrig geblieben dann, außer der Hülle. Mal eine Frage stellen, dass in dieser Zeit viele iPhones sind, mag richtig sein. Das ist definitiv aber richtig, oder? Das können wir sogar erheben. Also, ja. Na klar, Android-Handys haben mittlerweile ja schon immerhin, wenn man es mal daran so. Das ist doch genau das, was du in Frage stellen willst.
ich hätte sogar noch eine andere These. Ich hätte die folgende, das ist jetzt vielleicht ein bisschen provokant auf ersten Blick. Ich glaube nicht, dass irgendwie dass der Nachweis, dass Taylorismus tot ist, überhaupt noch erbracht werden muss. Ich glaube, das ist lange durch. Ja? Ich gebe euch mal ein Beispiel. 15 Jahre Agile-Bewegung, das Agile-Manifest wurde wann geschrieben? 2001? Naja, also okay, noch weniger. Ja? Also 10, 15 Jahre Agile-Bewegung. Wer einmal nur reingeschnuppert hat in Scrum, Agile, Extreme Programming oder was auch immer, der weiß, dass Projektmanagement irgendwie nicht funktionieren kann. Ja? Die meisten von uns sagen das dann auch nicht, aber Projektmanagement ist tot. Ganz eindeutig. Projektmanagement übrigens geht auf wen ganz wesentlich zurück? Wer hat das angefangen zu entwickeln? Ein Herr Gantt. Ja, wer war das? Gantt war natürlich einer der größten Schüler von Frederick Taylor. Ein direkter Schüler und Mitarbeiter von Frederick Taylor. Henry Gantt hat dann diese Projektmanagement-Methode entwickelt, die dann später auch in die sowjet-stalinistische Planwirtschaftsmethodik eingeflossen ist. Also nur damit ihr euch bewusst seid, was wir da machen, wenn wir Projektmanagement betreiben. Also es war alles mal ganz gut, aber jetzt, wenn man ein bisschen sich damit auseinandergesetzt hat, der weiß halt, Waterfall ist eher so dirigistisch, mechanistisch, kann nicht so richtig funktionieren, die Zukunft ist auch irgendwie unvorhersehbar, also kann man doch jetzt die Arbeitspakete nicht vorplanen und Meilensteine legen und Projektbudgets machen, bringt alles irgendwie nichts und Projektleiter können eigentlich auch nichts retten. Ist relativ einfach, nicht wahr? Da braucht man sich, mein Bruder sagt ja immer, nur mal 5 Minuten hinsetzen und hart drüber nachdenken, dann weiß man das. Also meine These für euch ist, den Nachweis, den können wir uns, also der ist durch diese Pioniere schon lange erbracht. Wir haben nur viel zu wenig davon. Das ist die Scheiße. Also letztendlich ist das Problem nicht der Nachweis, sondern es ist das falsche Menschenbild und das falsche Organisationsbild in unseren Köpfen. Ist meine These für euch, ja? Mein Denkangebot für euch. Weil ein einzelner Pionier, ein einzelnes Unternehmen wie Toyota hat doch schon den Nachweis erbracht, dass das ein nicht-tayloristisches System viel, viel leistungsfähiger ist. Moment, was ist ungerecht? Ja, dieses Modell wäre ungerecht? Naja, das ist jetzt nicht zu sehen. Also das Pfirsichmodell? Nee? Nur wenn die Leute aufgenommen werden, die Leute. Bei Google, naja, Moment, also was die Besten sind, das Google definiert Google sicherlich anders als Sabert Media. Und was gibt es hier noch für Läden in Wiesbaden? Da gibt es auch so eine Versicherung, die können das nochmal anders definieren. Ja? Also jeder Laden definiert ja glücklicherweise und braucht auch andere Dinge als andere Menschen. Ja? Insofern, ich sehe da nicht das Problem im rechten Modell. Ach, der im Drogeriemarkt zum Beispiel sagt, was sagen die denn? Also erstmal sind die Besten für uns in der Regel Frauen, ne? Das ist ja so ein Frauenladen, 90% der Mitarbeiter sind Frauen, also das ist schon mal ganz gut auch. Und dann sagen sie noch, ja, und bei uns sind die meisten halt naturgemäß Teilzeitarbeitskräfte. Also ich glaube, es ist schon Platz, im rechten Modell ist schon Platz für alle. Und Bildung ist, sagen wir so, Bildung ist nicht das Problem, dass Organisationen auf der terroristischen Pyramidenseite hält. Ist euch das gerade aufgefallen heute? Ich hoffe, wir haben es anschaulich gemacht, dass Bildung nicht das Problem ist. Ja? Mir ist vorhin aufgefallen, dass du sehr viel argumentierst über Effektivität, als wenn der Beweis erbracht werden müsste oder jetzt zum Glück an die Unternehmen auch erbracht ist, dass die mindestens sogar genau gleich effektiv sind. Aber für mich ist das eigentlich gar nicht die entscheidende Frage. Das ist eine Frage, die interessant ist. Für mich ist die Frage, in welcher Welt wir möchte ich, dass andere Menschen arbeiten, ich möchte eine bessere Welt, eine bessere Gesellschaft haben, die anständigen Menschen umgehen. Ja. Und da sehe ich einfach in dem physischen Modell die wesentlich besseren Chancen, das zu verwirklichen, als in dem terroristischen. Genau. Genau. Also letztendlich ist es immer auch, es gibt sozusagen, ja, ich drehe es jetzt noch mal ein bisschen weiter, es gibt letztendlich hinter den zwei Modellen, es gibt eine Effektivitätsfrage. Also wir wollen ja auch wirtschaftlichen Reichtum erzeugen. Ich finde es jedenfalls ist okay, wenn man wirtschaftlichen Reichtum, ökonomischen Reichtum, gesellschaftlichen Reichtum erzeugt. Insofern gibt es ein ökonomisches Argument für dieses Modell hier. Es gibt aber auch ein moralisches Argument. Das hast du gerade sehr schön erklärt. Ja? Ja, hat nichts mit Leistung zu tun. Mal ganz abgesehen von der Leistung, das linke Modell ist halt auch nicht so wahnsinnig menschengerecht. Hast du gerade sehr schön gesagt. Und deswegen wollen natürlich Menschen eigentlich da auch nicht so gerne arbeiten. Ja, dabei, das kann man vielleicht auch so stehen lassen. Ja? Es gibt ein moralisches Thema. Bitte? Also, du hast ja vorhin auch erzählt, es ist missbraucht worden. So.
Ja, ja, genau. Na, sagen wir so, man kann das ja in ganz vielen Bereichen entdecken, wo wir, also der Schöpfer einer Wissenschaft oder einer Kunst oder einer Richtung oder einer Bewegung hat nicht unbedingt schon alle Antworten. Das gilt zum Beispiel auch für meinen guten Freund Sigmund Freud, von dem ich viel halte, aber alles das, was er praktisch gemacht hat in der Interaktion mit Patienten, war ziemlich am Murks aus heutiger Sicht. Ja? Aus seiner Sicht war es, oder man könnte sagen, aus Sicht der Menschheitsgeschichte, der Wissenschaftsgeschichte, war es komplettes Neuland. Die Pioniere, die Neuland betreten, machen halt eben auch Sachen, die dann ihre Nachfolger dann leicht als Murks definieren können. Ja, also die ersten Psychoanalytiker haben ja dann ihre Patienten auch gerne mit Morphium behandelt und so erstmal. Ja? Man muss ja alles Mögliche auch erstmal ausprobieren, bis man darauf kommt, dass es auch leicht suchterzeugend ist. Ja? Also das ist so eine Entwicklung. Ja? Und wir haben uns weiterentwickelt. Heute ist es leicht, über das terroristische Instrumentarium zu lächeln. Beziehungsweise so leicht ist es gar nicht. Das machen ja immer noch ganz viele. Ja? Also wir zertifizieren nach ISO-Standards. Das ist sozusagen billigster Terrorismus. Also das ist ganz schlimm. Ja? Mitarbeiterbeurteilungssysteme, Budgetplanung, Projektmanagement, das ist alles ganz schlimm. Wir haben es noch nicht mal geschafft, uns freizumachen von diesen sozusagen den dümmsten oder den schlimmsten terroristischen. Damals war es kein Irrweg, es war Forschung. Ja? Heute ist es natürlich ein kompletter Irrweg. Wie gesagt, Management ist 1970 verstorben. Also wir haben es nach über 40 Jahren immer noch nicht gerafft. Das ist eine Zeitbombe. Ja? Oder man könnte auch sagen, da steckt ein riesiges Potenzial dahinter. Also wenn wir es erstmal schaffen, das menschliche Potenzial bei der Arbeit mal zu heben, wenn wir echte Methoden, echt leistungsfähige Führungsmethoden anwenden würden auf Organisationen, dann wird sich auch unsere Gesellschaft massiv verändern. Das ist aus meiner Sicht gar keine Frage. Einer, der da in Deutschland sehr stark drüber nachdenkt, ist gerade Götz Werner. Und über was denkt der so nach und über was spricht der? Habt ihr bestimmt mitbekommen? Bedingungsloses Grundeinkommen. Also Arbeitslosigkeit abzuschaffen, indem man allen Menschen ein Grundeinkommen garantiert. Ja, da muss man natürlich das richtige Menschenbild zu haben. Da steckt ein riesiges soziales Potenzial drin. Aber bisher, jetzt ist noch eine kleine Abschlussgeschichte für euch, nur mal kurz. Was machen die meisten von uns, geben sich halt mit dem halben Weg zufrieden. Ja, also wir machen trotzdem ISO-Zertifizierung. Wir machen überhaupt, Zertifizierungen sind ja großartig. Ne? Und also Trainings, um Mitarbeiter zu entwickeln, sind auch ganz großartig. Ja? Also wir arbeiten mit Instrumenten, oder sei es Waterfall oder Projektmanagement oder Budgetplanung, damit habe ich mal angefangen, das zu kritisieren. Ja? Oder Organigramme zeichnen wir und wir machen Prozesse ganz fix und es ist wunderbar. Ja, das ist eigentlich, die Betriebswirtschaft oder Unternehmensführung befindet sich an einem Wendepunkt. Das ist wie das Zeitalter, das europäische Mittelalter im Übergang zur Renaissance, ja, als die Medizin gerade sich erst wiederfinden musste. Ja, mit dem Römischen Reich war dann auch die Wissenschaft der Griechen, die medizinische Wissenschaft mehr oder weniger untergangen, verboten worden durch die katholische Kirche, lange bekämpft worden mit Macht und Gewalt. Und irgendwann gab es die Renaissance, also eine Rückbesinnung auch darauf, dass man eben Wissenschaft brauchte. Und da wurde die Medizin neu geboren in Europa. Und bis dahin gab es im Mittelalter, wenn man also ein medizinisches Problem hin, wohin ging man? Man ging zum Priester oder zum Mönchen, die noch so ein bisschen Kräuterheilkunde kannten. Also man ging zum Quacksalber und der hat in der Regel dann, oder sehr oft haben die Quacksalber ja welche Methode angewandt, ist hier zu sehen, wie heißt die? Der Aderlass. Oder auch noch so ein bisschen volkstümlicher, die Schöpfung. Ja? Ja? Das ist immer noch das Geschäftsmodell der großen Unternehmensberatung. Ja? Also mit nicht wissenschaftlichen Mitteln und Aderlass, ja gut, der Patient ist dann oftmals tot, aber da hat er selber Schuld, ja, unfähige Manager. Und so war das hier war das ein bisschen anders, also der tote Patient, der war von Gott, also die Krankheit kam ja auch von Gott, insofern war jeder, eigentlich brauchte man den Patienten gar nicht heilen, weil der war von Gott ja gerecht bestraft worden. Dass die Wissenschaft und der Aberglaube lagen da sozusagen miteinander ständig so, also die lagen ganz dicht beieinander. Da wurde halt ein bisschen geschröpft, Patient stirbt, aber man hat noch Geld kassiert dafür. Ja, das hat auch die Kirche gemacht, das war eine Dienstleistung. Ein Stück weit befinden wir uns da. Ja? Wir sind immer noch auf dem Niveau oftmals der Quacksalberei und das meine ich jetzt auch ein bisschen so als Entlastung. Das ist halt das Erbe. Wir müssen Unternehmensführung, und das reicht für mich, in die IT hinein, aber deutlich darüber hinaus und über Softwareentwicklung. Also wir alle haben das gleiche Problem. Ja? Wir haben ein Komplexitätsproblem. Wir können das nur lösen, wenn wir gemeinsam am richtigen Modell arbeiten. Und das heißt eben auch zu akzeptieren, dass die Wissenschaft sich viel weiterentwickelt hat. Seit Frederick Taylor sagt. Wir wissen viel mehr über die Natur des Menschen, über die Natur komplexer Systeme. Wir wissen viel mehr über das Wissenszeitalter und was das für Wirkung hat. Aber wir sind hinken organisationstechnisch einige Jahrzehnte
mindestens 4, 5, vielleicht 8 Jahrzehnte. Also wir haben ein riesiges Potenzial und eine riesige Gestaltungsaufgabe. Schlussfrage, und dann wollen wir uns ja noch ins Lumen aufmachen. Ja, wenn ich jetzt in so einem Unternehmen arbeite, das nach klassischer... Der Kollege Seibert will natürlich jetzt ganz klug, ja, er stellt jetzt Fragen, er will so ein bisschen Gratisberatung abzwacken. Genau. Moment, ja, ist so, das ist okay. Ja. Wenn ich jetzt in so einem Unternehmen arbeite, das nach der industriellen Revolution also total geil, effizient arbeitet, ja, super viel Geld verdient, sagen wir mal, ich bin die größte Versicherung der Welt, dann habe ich also ein Produkt, mit dem ich super viel Kohle verdiene. Eigentlich immer noch, ja. Genau, immer noch. Eigentlich ist mein einziges oder mein Hauptziel ist, dieses Konstrukt am Leben zu halten. Ich will gar nicht deinen Pfirsich haben, sondern ich will schön mein System weiter auspressen können. Ja. Das ist so riesengroß, ja, dass ich möchte, dass der Markt sich nicht verändert möglichst. Genau. Deswegen bezahle ich lieber Lobbyisten, anstatt dass ich mich selber verändere. Genau. Ja, das geht. Also da bin ich doch mit Taylor prima bedient. Naja, also es gibt ein moralisches Argument, wie wir vorhin schon diskutiert hatten. Neben dem Wertschöpfungsargument oder Effektivitätsargument gibt es ein moralisches Argument. Ist es moralisch, was die Versicherungsbranche da teilweise gemacht hat in den letzten paar Jahrzehnten? Weil der Markt hat sich da ja schon verändert. Ne? Oder er verändert sich. Der Marktdruck ist vielleicht nicht ganz so groß wie in anderen Branchen. Ne? Deswegen kann man sich da einiges leisten. Aber der Markt verändert sich ja. Also die Veränderung wird kommen. Und bisher ist es das ist halt interessant. Es hat in der Versicherungsbranche noch keinen Mitspieler, keinen Wettbewerber gegeben, der sozusagen die Transformation gemacht hätte. Kommt Zeit, kommt Rat. Ja, der Erste wird es vielleicht, der Erste, der es macht, also es ist zu erwarten, glaube ich, dass sobald es im Versicherungswesen einen nicht-tayloristischen Wettbewerber, da hat es in Holland schon einen gegeben vor ein paar Jahren, Interpolis, die haben das angefangen zu revolutionieren, was aus denen geworden ist, kann ich als Nicht-Holländer nicht so ganz durchschauen. Die sind halt geschluckt worden von einem größeren tayloristischen Wettbewerber und wahrscheinlich sozusagen, also die Insel der Glückseligkeit ist da verschwunden. Also es hat schon so Ansätze gegeben, auch das Versicherungswesen umzustellen. Wenn das kommt, ich bin kein Fan von Zukunftsprognosen, aber ich glaube nicht, dass es Jahrzehnte dauern wird, bis sich das durchsetzt gegenüber dem Wettbewerb. Also bei Toyota hat es ja alles noch Jahrzehnte gedauert. Ja? Bis Toyota mal in Amerika und in Europa erfolgreich geworden ist, Herrgott nochmal, ja, hat Jahrzehnte gedauert, diese langsamen Japaner. Ja? In anderen Branchen wird es viel, viel schneller gehen. Und da steckt halt auch eine Chance drin für die Allianz in dieser Welt oder die R&V-Versicherung dieser Welt. Weil ein besseres Organisationsmodell, Douglas MacGregor hat vor 50 Jahren gesagt, also der Mann hatte schon so ein bisschen was drauf. Ja? Er hat gesagt, Unternehmen können ihre Leistungsfähigkeit vermutlich verdoppeln, wenn sie anfangen, das menschliche Potenzial zu heben. Das Leistungspotenzial verdoppeln oder die Leistungsfähigkeit verdoppeln heißt sicherlich nicht, dass man den doppelten Gewinn hat. Das wäre totaler Quatsch. Ja? Also Leistungsfähigkeit verdoppeln heißt ja auch, also heißt Kundenwertschöpfung, soziale Wertschöpfung, Mitarbeiterwertschöpfung und Eigentümerwertschöpfung zu erhöhen. Ja? Das ist was sehr Komplexes. Aber vermutlich könnte so eine Versicherung, die das als erstes tut, naja, die könnte den Markt ziemlich aufrollen. Wir haben das gleiche bei Aldi gesehen, zum Beispiel Aldi hat das gemacht im Handelsmarkt in Deutschland. Die M-Drogeriemarkt hat es uns gezeigt, wie es geht. Also es gibt ja diese Beispiele. Ja. Ja. Gibt es eigentlich sowas wie eine Gallup-Studie für nicht-terroristische Unternehmen? Gibt es sowas wie eine Gallup-Studie für nicht-terroristische Unternehmen? Das ist eine großartige Frage, weil die Gallup-Studie zeigt ja gerade, wie groß the fucking problem, ja, ist, auf dem wir da rumsitzen. Ne? Die Gallup-Studie zeigt ja immer diese 80% der nicht so ganz oder eher gar nicht Engagierten, laut Selbstbild. Ja? Nicht Fremdbild, sondern Selbstbild. Das zeigt ja, dass unsere sozial prekäre Lage. Gallup sagt interessanterweise auch, seit 15 Jahren, seit die diese Engagement-Studien machen, hat sich die Zahl nicht stark verändert. Also die Quote der Engagierten wächst nicht signifikant. Und sie sinkt aber auch nicht, also sie ist eigentlich weitgehend stabil. Was heißt das? Führung ist immer noch genauso beschissen wie vor 15 Jahren. Oder unsere Organisationsmodelle sind immer noch der gleiche, genauso lächerlich, unzeitgemäß und unmenschengemäß wie vor 15 Jahren. Gibt es einen Vergleich zwischen tayloristischen Unternehmen und nicht-tayloristischen Unternehmen? In der Studie sicherlich nicht, nee, aber man kann das leicht zu messen an beste, wenn man guckt in diese anderen Studien, beste Arbeitgeber, da sieht man eine ziemlich klare Tendenz. Wer hatte noch was? Kurze Fragen, kurze Antworten? Ich mache das jetzt so, damit wir noch zu ein paar Antworten kommen. Ich antworte jetzt ganz frech und ganz kurz. Also jetzt gibt es noch Unverschämtheiten von mir zu hören. Seit 15 Jahren steigt die Quote nicht in Unternehmen, die
Also seit 15 Jahren steigt die Quote der Pfirsichunternehmen nicht. Die sind ja schon, gibt's ja schon ein paar Jahre. Genau. Und also ich habe die damals im Studium schon gehört und dafür geschwärmt. Und, aber das Niveau dessen oder der Unternehmen, die so entwickeln, haben sich noch nicht wirklich vergrößert. Terroristisches Management ist weiter Standard. Und der gleiche Bockmist wird auch weiter gelehrt. Achso, die sind tot. Na, was mich dazu bringt, tot ist Erkenntnis. Dass die Unternehmen tot sind, ist, das ist eine Erkenntnis. Aber sie wachsen, sie sind immer noch profitabel. Sie sind immer noch der Standard. Also, terroristische oder gemanagte Organisation ist immer noch der Standard. So. Nee, sie sind nicht lebendig, sie sind Zombies. Also, es ist nochmal ein Unterschied zwischen einem Lebendigen und einem Zombie. Zombie ist tot, weiß es aber nicht und es ist ihm auch egal. Ja? Denn solange das Zombie-Unternehmen nicht verdrängt wird, ja? Ich habe ja gesagt, es gibt nur noch Frechheiten von mir zu sagen. Ne? Also, aber alleine mal zu unterscheiden, wenn Mitarbeiter erstmal anfangen zu unterscheiden, dass sie in einem Zombie-Unternehmen arbeiten und dass es deswegen auch sich nicht über Blackouts, wie heißt das nochmal, Burnouts wundern müssen, diese Erkenntnis sollte sich langsam mal durchsetzen. Nein, da setzt sich gar nichts durch. Ja? Also im Prinzip, wir sind alle zu blöde. Gemeinsam sind wir blöde, da gibt es ein tolles Buch darüber. Ne? Gemeinsam sind wir blöde. Individuell extrem schlau, gemeinsam sind wir blöd. Anwesende natürlich wie immer ausgenommen. Kurze These, das Bild nach Theorie Y hat ja an sehr vielen Stellen diese Bedingungen gehabt. Also unter diesen Bedingungen ist der Mensch... unter den richtigen Bedingungen ist der Mensch... Da, ja. Ist nicht die eigentliche Challenge für Führung jetzt genau diese Bedingungen herzustellen? Boah, okay. Bist du schon Berater oder willst du noch werden? Also vernünftiger Berater? Sehr gut. Also wir müssen mal reden. Bist du der Seibert-Bruder? Nee. Okay. Also wir müssen mal reden. Genau. Die große Herausforderung, er hat es gerade sehr schön gesagt, die große Herausforderung von Führung ist... Organisationen zu schaffen, die, wie hast du es gesagt? Die Bedingungen für echte Y-Menschen schaffen, damit die auch bei der Arbeit Y-Menschen sein können. Man könnte auch anders sagen, Work-Life-Balance ist nur ein weiter vollkommen idiotischer Verrat an der Menschheit, weil wir natürlich nicht Work-Life-Balance brauchen, sondern Arbeit, also Leben in der Arbeit. Nicht wahr? Danke, großartig. Die Masse vom Management dazu, sich genau diese Frage zu stellen. Weil du sagst ja selber, man braucht ein gewisses Menschenbild, um überhaupt dieses Modell zu ermöglichen. Ja, es wird ja relativ viel getan in Erziehung und Medien und so weiter, dass dieses Menschenbild gar nicht erst zustande kommt. Das heißt, wie du selber sagst, das alte Modell ist Standard, ja, und es wird so schnell keiner kommen oder nicht die ausreichende kritische Masse, dieses alte Modell abzulösen. Weil sie sagen, hey, wir haben ein besseres Modell, wir sollten das verwenden. Weil wir eine gerechtere Gesellschaft, gerechtere Arbeit, jetzt bestätigst du wieder das Paulsche Phänomen oder das Paulsche Syndrom. Was hat Paul nochmal gesagt? Gut meinende Menschen, aber keine Ahnung von Veränderungen. Also, oder ich rede mal anders positiv. Du hast das Problem, das du gerade angesprochen hast, ist einer der Knackpunkte von Transformation. Wenn wir Transformationen von Organisationen wollen, müssen wir immer am Menschenbild ansetzen. Das ist sozusagen die erste aufklärerische Arbeit. Oder man könnte sagen, was ich mit euch methodisch versucht habe heute, ist eine der Kernmethodiken für organisationale Transformationen. Erst das Menschenbild klären. Wir haben das hier nicht gemacht, wir haben es nicht geklärt. Aber wir haben den Anfang gemacht. Also ich hoffe, ich habe euch vor Augen gehalten, dass euer Menschenbild oder unser Menschenbild ein Stück weit mit das Problem ist. Ja? Und vor allem die Nicht-Einigkeit in Organisationen über das Menschenbild ist eines der Probleme. Deswegen kriegt man keine post-tayloristische Pfirsich-Organisation zustande. Man könnte auch sagen, du hast einen der Grundsteine für Transformationen gerade erklärt. Am Menschenbild ansetzen, nicht an den Methoden. Herzlichen Dank.